In den 50er und 60er Jahren gehörte Gunther Philipp zu den beliebtesten deutschen Schauspielern. In sage und schreibe 147 Film- und Fernsehrollen war Gunther zu sehen. Außerdem verfasste er als Autor 21 Drehbücher. Nicht nur vor der Kamera feierte er große Erfolge, auch am Theater war er sehr gefragt. Gunther Philipp war insgesamt 4-mal verheiratet. Zuletzt führte er eine Beziehung mit der deutlich jüngeren Gisela Kirchberg. Am 2. Oktober 2003 starb der Schauspieler und hinterließ 3 Söhne. Gunther Philipps Todesursache war eine langjährige Krankheit, der er letztendlich im Alter von 85 Jahren erlag. Um welche Krankheit es sich dabei genau handelt, ist allerdings nicht bekannt. Begraben wurde Gunther Philipp auf dem Melaten-Friedhof in Köln. Er liegt in der Nähe seiner Schauspielerkollegen Willi Birgel, René Deltgen sowie Gisela Uhlen. Seine Söhne Gero, Peter und Alexander stehen heute nicht in der Öffentlichkeit.